So, moin, jetzt kommt es zu Let's Play Crisis Core 557. Jo, im letzten Part haben wir, ja, wir haben Midgar wieder erreicht, nachdem wir die Slums verlassen haben. Haben denn im Hauptgebäude erfahren, dass wir die Forschungsabteilung retten müssen, haben wir Angels als Hilfe bekommen. Haben wir auch getan, haben auf Professor Huyo getroffen, haben auf den die Monster freigelassen. Haben dann die Schlüssel gesammelt, die man mit Stehlen bekommt, haben alle Truhen geöffnet, die es da gibt. Und ich würde sagen, gehen wir zurück. Die Zeit läuft gerade ab. Das sollten wir eventuell machen. Ich glaube, es ist egal, ob die abläuft jetzt, denn inzwischen haben wir alles getan. Die Monster aus dem Weg geräumt. Die Zeit habe ich auch durchstöbert. Zeit zurückzukehren. Das heißt, wir können zu Professor Huyo wieder zurück. Professor, die Monster sind ausgeschaltet. Hoho, du hast nicht nur die Monster erledigt, sondern auch alle Zellen restlos ausgeräumt. Hehe, als dein Erster will ich dich hiermit anerkennen. Die Daten, die du mir verschafft hast, sind höchst interessant. Als Sohn darfst du daher alle Fundstücke behalten. Die Zellentüren hat der automatische Schließmechanismus wieder verriegelt. Deine Schatzsuche war also beendet. Wäre also beendet. Verblüffende Daten in der Tat. Gestörter Typ, ey. Gestörter Typ. Der Typ ist mir irgendwie unheimlich. Ja, das gleiche dachte ich auch, Zack. Das gleiche dachte ich auch. Was soll ich jetzt hiermit? Was ist das hier? Was da wohl drin ist? Hm, oh gar nichts. Wie langweilig. Bist du sicher? Sieh genau hin. Du solltest etwas Faszinierendes entdecken, ey. Weißt du, Faszinierendes? Wo? Professor Huyo, was? Haha, Zack. Hey! Sei unbesorgt, es ist nur ein einfaches Experiment. Ich soll unbesorgt sein? Beantworte die folgenden Fragen. Fragen? Wer ist für dich ein größeres Vorbild? Ein Soldatkämpfer wie Sephiroth, ein Soldatkämpfer wie Angel. Angel. Was sollte deiner Meinung nach Shinra momentan Priorität haben? Du bist ein starker Soldatkämpfer, neue Forschung, neue Technologie. Was denkst du, macht einen guten Soldatkämpfer aus? Ein guter Soldatkämpfer stellt sich alles in Dienst. Shinra schreckt nicht vor Kritik an Shinra zurück. Hm, die Antwort ist eines gewöhnlichen Soldatsmitgliedes. Was hätte ich jetzt bitte zu bedeuten? Entsprechend deiner Gesinnung werde ich nun deine physischen Kapazitäten verbessern. Uah! Ich glaube, wir kriegen irgendwas dafür. Ich bin mir nicht sicher gerade. Okay, 6 SP sind um 800 Punkte gestiegen. Zack fühlt sich zu Angel etwas näher. Na, wir kriegen die DBW wurde wahrscheinlich verstärkt. Ein bisschen. Ich hätte erwartet, mehr Kraft zu spüren. Ja, Zack, man kann ja alles haben, ne? Das ist die Beschränkung, die dir deine Zellstruktur auferlegt. Möchtest du lieber bis zur Degradierung verändert werden? Ich kenne einen zweitklassigen Wissenschaftler, der sich sicher gerne übernehme. Ja, auf was das so bezogen ist. So, meiner oder was? Was geht? Du scheinst mir nicht gerade beschäftigt zu sein. Na, das würde ich jetzt aber nicht so sagen. Hast du nicht behauptet, es könnte sich ein ungewollter Besuch einstellen? Bist du bereit, meinen brillanten Geist mit deinem Leben zu verteidigen? Ja. Natürlich bin ich bereit. Kommt und holt's euch, frag ich. Und ich werde unter Beweis stellen, was ein Rang 1 Soldat der neuen Generation alles auf den Kasten hat. Haha, wie ermutigend. Ein Versagen gegen vielschlagende Kreationen eines zweitklassigen Wissenschaftlers würde ich auch nicht dulden. Nanu? Well, look who's here. Hollander sent you, correct? You think that if you obey Hollander, he'll stop your body from degrading. Is that it? Pitiful. Just pitiful, I say. Genesis. A second-rate hack like Hollander couldn't cure a cold. Genesis, that's enough. Ah, what do we have here? My friend, the fates are cruel. There are no dreams, no honor remains. The arrow has left. The bow of the goddess. The entire cast of Hollander's freak show. Shut up, you! Loveless, Act 4. Where the two friends challenge each other to a duel. An ancient epic. I read it thinking it might aid my research. But pure drivel. How does the duel end? Unknown. The last act is missing, and yet to be discovered. There are various theories. The mysterious gift of the goddess. What is the meaning behind it?
For us, at least. Hey! Hold it, Genesis! Darf ich mal was in den Raum werfen? Ich glaube. My soul corrupted by vengeance. Hath endured torment to find the end of the journey in my own salvation and your eternal slumber. He's summoning again. Zack, I leave this to you. Huh? You can do this. Trust me. Don't leave me here! Stop! Come back! Aerith? Listen, can I call you back later? I have some company. Oh mein Gott. Es ist Zorn-Bahamut, glaube ich. Und er ist ein ganzes Stückchen Kaliber stärker als der normale Bahamut. Ich hab geahnt, dass es jetzt kommt. Waiting, oh mein Gott, das ist jetzt so scheiße schwer jetzt. Ein emotionaler Schub hat die DBW verstärkt. Okay. Dann machen wir mal. Ich glaube, das wird interessant. Oha. Okay, es geht. Das Schaden macht er mir nicht. Aber machen wir hier einen Vita jetzt. Bin ich Trottel? Warte mal, wir machen Regina auf mich. Regina heilt nämlich permanent und wir können dann dadurch erstmal auf den Kampf konzentrieren ein bisschen. Und deswegen ist es ganz gut, da irgendwas zu klauen. Mal gucken. Hypotion ist schon, okay. Ich glaube, so ein Limit könnte mir nur gefährlich werden. Ich hoffe, Alter. Ich hoffe, dass ich damit recht habe. Alter, okay. Er hat doch gefährlichere Angriffe als erwartet. Okay. Zaubermut ist doch doof. Okay, geblockt. Ich hab physische Resistenz. Wollte gerade sagen, was denn? Jetzt los. What the fuck? Okay, ich war gerade ein bisschen irritiert. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Und der Endercup ist nicht leicht. Ich bin mal gespannt. So. Macht Zauber mehr Schaden oder was? Ja, okay. Nehmen wir zurück. Extra Flare. Limit. Uh-oh. Ja, ich bin ruhig, weil das ist. Die Sequenz ist geil. Ja, das gehört schon jetzt in etwas übertriebene Rennen, Limit-Attacken. Die mal eben, ja nicht die ganze... Wow. Alter, 1300 Schaden. Oh mein Gott, ich lebe noch. Ich lebe noch. Okay, es war aber auch überhaarscharf jetzt gerade. Hätte er mir nochmal 200 Schaden mehr gemacht, wäre ich down gewesen, ey. Okay. Entschuldigung ja gerade für den Lag-Eimer. Aber ich weiß auch nicht, das hat mein PC ab und zu mal leider im Moment. Dass er sich nicht mit dem Spiel einig wird, ob es laufen soll oder nicht. Oh mein Gott, auf damit! Und Jena wieder, ich weiß nicht, ob es noch wirkt gerade, ich sehe es. Aufpassen, ich glaube, er schießt die Kugeln wieder, ne? Ja, er hat die Kugeln wieder geschossen. Ich bin da reingelaufen. Egal, wir sind wieder geheilt. Also weiter geht's. Weiter. Also wie gesagt, das einzige Gefährliche ist aber der Angriff. Uah. Auch gut ausweichen. Gut. Ist halt in der Limit. Oder Hexafang ist auch ziemlich nervig. Okay, aufpassen. Mal heilen zweimal. Man weiß ja nie. So. Okay, ist egal. Ich habe mein Regener noch aktiv. Bloß aufpassen. Okay, habe ich diesmal ausgewichen. Das ist super. Ich sag mal so, es ist... Okay, ich sollte gehen. Okay, weiter. So. Immer schön druff da. Okay, jetzt hat er mich einmal erwischt. Phasenmodulation. Weißt du, wenn das jetzt klappt, es klappt. Okay. Das sind also die Slums.
Stimmt was nicht? Ganz schön chaotisch hier. Findest, fühlst dich unwohl? Leider, liegt mir das total. Hurra, ich wusste, du würdest das sagen. Sollte man sich darüber freuen? I don't know. So, es klappt jetzt. Wir werden eine Zeit lang unbesiegbar sein gleich. So. Kein Level, keine Materie-Level ab, aber egal, wir sind auf Hoch- und Heilwellenstufe. Für 5. Erstmal, was wir es jetzt sehen, ne? Aber sind unbesiegbar. Okay, weiter geht's. Mal jetzt Regina nochmal drauf, man weiß ja nie. Okay, macht mir nichts. Egal, weiter. Selbst wenn er jetzt an Limit kommen sollte, was ich hoffe, dass er es jetzt, wenn er es macht, soll er es jetzt einsetzen, eben mal. Weil ich unbesiegbar bin. Na komm, mach deinen Hexang. Mach los, komm. Komm schon. Okay, jetzt habe ich wieder Schaden gemacht. Okay, jetzt ist es dir egal, jetzt bin ich wieder unbesiegbar. Jetzt macht er Cluster Spear. Genau in dem Moment gerade, wo ich wieder komme, ne? Arschloch, ey. So, da ich mich jetzt auch nicht heilen kann, ist es egal, wir greifen erstmal weiter an. Oh mein Gott. Au. Okay, Schimmei. Cluster Sphere. Okay, weg hier wieder. So, warten, ausweichen. Gut. Und angreifen wieder. Hexerfang. Okay, Alter, ist okay. Bisschen rumlaufen hier. La. Du erwischt mich nicht, du erwischt mich nicht. So, weiter geht's. Okay. Ich habe zu früh angegriffen. Okay, weiter. Komm schon, gib mir eine Phasenmulation jetzt. Oh Mann, die das nicht kommt. Ah, oh, tschüss. So. Haben's geschafft. Das war Zornbehaarung. Und tschüss. Ja, das war's. Wo sind die bloß hin? Tja, das weiß ich leider auch nicht. Dafür sind die weg. Sie sind weg. Ich glaube, er wollte sagen, das Kapitel ist abgeschlossen. Das müsste jetzt beendet sein. Yay. Yay. Wir speichern mal. Ich habe normal schon lange nicht gespeichert. Spurlos verschwunden. Nächstes Kapitel. Yay. Wieso geht er bloß nicht ran? Wen versuchst du denn zu erreichen? Sephiroth, kommt mir vor, als hätte ich ihn wochenlang nicht mehr gesprochen. Hast du etwa noch nicht gehört? Sephiroth soll sich in ein Archiv zurückgezogen haben und kommt einfach nicht mehr raus. Telefone sind da nicht erlaubt, also wirst du nicht viel Glück haben. Er steckt im Archiv? Anscheinend geht es ihm darum, über die Vergangenheit der Forschungsabteilung herauszufinden. Oh. Na, wer ist das? Aerith, was gibt's? Ich wollte fragen, wann du ihn für mich baust. Was denn? Oh, den Blumenwagen. Du hast ihn doch nicht vergessen, oder? Nein, natürlich nicht. Ich bin gleich da bei dir. Oh nein, müssen wir wieder runter in die Slums? Oh. Ah, bitte nicht. Nicht die Slums. Ah, ich will nicht. Ich will nicht dahin. Anscheinend müssen wir aber. Ach, oh, wieder eine Mail. Ich habe schon lange keine Mails mehr geschickt, sehe ich gerade. Okay, lange. 2 Mails sind hier drin. Ah. So, du hast es gemault, dass du Sephiroth nicht erreichen konntest. Also habe ich ihn mir gerade im Archiv gesehen. Eine Mitarbeiterin da meinte, er würde alle Aufzeichnungen über das Experiment namens Projekt G und sämtliche in selben Zeitraum vollgezogene Versuchsreihen studieren. Allerdings wurde Projekt G schon vor über 20 Jahren durchgeführt und Holländer hat einen Teil der Unterlagen entwendet. Außerdem sollen die wirklich wichtige Aufzeichnungen woanders verstärkt aufbewahrt haben. Das heißt also, Sephiroth wird hier nicht alles herausfinden können. Okay. Liebe Soldatkämpfer, ich danke euch für die tägliche Mühe im Schatten von Midgard, das auf einem gigantischen Plattform in der Luft schwebt, liegen die Slums. Ähnliche Wohngebiete der einfachen Bevölkerung. Sie sind ein Teil der Kehrseite des Shinras. Besonders berührt mich, wenn ich von Kindern höre, die sich in den Slums zu Gangs zusammenrotten und ein beschwerliches Leben führen. Und unser Präsident soll am Kinderreichtum in den Slums nicht ganz unschuldig sein. Verdrängten wir die Kehrseite, so hätte dies für die zukünftige Entwicklung Shinras schwerwiegende Folgen. Wenigstens wir von Soldat sollten darauf bedacht sein, das Elend zu lindern. Ja, Lizard, du hast es drauf. Lizard regelt. Foyer. Ich glaube, wir sind ins Foyer.
Ich glaube, wir müssen ins Foyer und dann wirklich tatsächlich die Slums nochmal. Den gammeligen Wagen zusammenbauen, habe ich ja Bock drauf. Jetzt schon, habe ich jetzt ja schon Bock drauf, ey. Ja, lustig ist ja, wenn wir das Schutzengel nicht benutzen, ne? Ist schon aufgefallen, wir haben das Schutzengel immer noch nicht benutzen müssen, ey. Auch jetzt beim Boss halt gegen Bahamut gerade, also Zaun-Bahamut nicht. Wobei ich da erwartet hätte, dass es als erstes wirklich da passieren könnte, dass ich tot gehe einmal. Aber das noch nicht passiert ist, alles ganz chillig. Alles ganz chillig. Ja, Mail, was willst du jetzt schon wieder? Ich werde jetzt in die Slums und lese ich die auch gleich. Da, da, ba, ba. Bop, bop. Jetzt müsst ihr euch am Markt, also Sektor 1 Bahnsteig. Ja, von da müssen wir da hinkommen, oder? Ich meine, wir kommen davon dahin. Oder? Endlich ist der Zug eingetroffen. Das hat aber auch wirklich lange gedauert. Von hier aus gesagt, mal den Zug in den Markt von Slum 1. Ja, sag ich doch. Wie steigt man da? Achso, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, wie steigt man da jetzt ein? Nein, ich hab's anders rausgefunden. Tut, tut. Wir fahren mit dem Zug. Moin, wir sind hier. Hi, Angie, was geht? Alter, Angel, wo hast du gesteckt? Tut mir leid, ich bin ein beschäftigter Mann. Ja klar, sehr viel lässt sich auch nicht mehr blicken. Ist etwas passiert? Nicht wirklich, der Gute hat sich einfach ins Archiv verkrümelt und wühlt in den alten Unterlagen. Verstehe. Hey, willst du schwer los? Was hast du nur? Jason und Holland sind im Medioheim. Bist du gekommen, mir das mitzuteilen? Du arbeitest immer noch für uns, oder? In meinem Herzen bin ich immer noch ein Soldatkämpfer. Der Soldat ist bereits unterrichtet. Vermutlich lässt er bald nach dir schicken. Oh Mann, wir sollen bestimmt mal Medioheim bald, ey. Wir müssen bestimmt bald nach Medioheim. Oh mein Gott, dann kommt die... Oh, dann kommt ein trauriges Kapitel. Oh mein Gott, das wird traurig werden bald. Oh, Spoiler, ich hab gespoilert. Mein Gott, ich hab gespoilert. Kann ich nicht. Panisch gespoilert. Halt die Fresse. Auf's Nerven. Hab jetzt keinen Bock drauf. Ich will zur Kirche. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Frieden. Oh, wir sind schon da. Das geht schnell. Zack, I need you in Modeoheim. I know. Just give me a minute. Aerith isn't there. Problem? And how is it you know Aerith? It's complicated. Really? Did she tell you anything? Not a thing. Then I won't either. Well, whatever, I guess. Whatever. Ja, was gemeint ist, was Seng jetzt angesprochen hat, das werden wir noch erfahren. What? Was passiert? Hubschrauber abgestürzt? Ach, hier sind wir. Ich erinnere mich. Ach, ich erinnere mich. Stimmt, ja. Ich weiß, was jetzt kommt. Well, that's a fine how do you do? Song! Hey guys! No signal out here. Well, at least we're all in one piece. We'll be all right. Thankfully, we have someone used to this kind of terrain. Yeah, yeah, I'm a country boy. All right then. We would have reached Modeoheim by now if we hadn't crashed. So, we're going to need to make up for lost time. All right, follow me then. Okay, gut. So, dann würde ich sagen, wir lesen die Mails nochmal. Oder erstmal die Mails. Analyse des Überfalls auf Midgar. Die diesmalige Attacke verlief in zwei Phasen. Die erste Phase bestand aus Angriffen auf unsere Firmenzentrale und das gesamte Midgar-Stadtgebiet. Deswegen wurde unsere Verteidigung auseinandergerissen. In der zweiten Phase konzentrierten sich Angriffe dann auf das Hauptgebäude. Da nicht alle Einheiten zur Verteidigung bereit standen, kam es zu großen Schäden. Phase 1 kann daher als Ablenkung gesehen werden, die von unseren Gegnern Phase 2 zum Erfolg verhalf. Okay, Luxia. Ich bin Zack. Ich bin Luxia. Erinnerst du dich? Der Zweite, der gerade mit dir auf der Soldatetage über Sephiroth gesprochen hat. Ich wollte nur sagen, dass ich dich sehr bewundere, und zwar für deine starke Psyche, die sich darin manifestiert, dass sie nie ein Lachen vergeht. Und da du mir so viel bedeutest, würde ich gerne helfen, zur Seite stehen. Okay. Du bist recht viel unterwegs, nicht wahr? Ich werde dir das von ab und zu aus Midgar berichten.
Okay. Okay. Was sagt unser Shoppingladen, ja? Hat er irgendwas Interessantes hier? Nö. Nö, hat er natürlich nicht. Hat er natürlich nicht, ne? Hat er, war klar. Schauen wir, erstmal sortieren wir unsere alten Materie, die wir noch haben. So, automatisch. Können wir mal gucken, was wir haben überhaupt. Aber wir haben echt viel inzwischen. Wir haben Blitzrauch bekommen. Das heißt, wir können Blitz... Blitz ist eh fast Level 5. Okay, dann machen wir es dann. Regina lässt sich drinnen. TP-Verstärker auch. Irgendwelche Accessoires bekommen, gute. Nö. Nö, 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 nö. Okay, Leute. Aber bevor wir weitermachen, werde ich den Part an dieser Stelle, wenn ich wieder mal speichern. Und im nächsten Part werden wir dann uns auf den Weg zum Medeo-Heim begeben. Denn bis zum nächsten Mal. Und ciao.